und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Wir befinden uns wieder im schönen Tamriel und zwar, ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, befinden wir uns schon im Baum, nämlich vor der Kammer, ja, der Königin oder des Königs. Ja, des Königs ist ja ein Mann. Des Thronsaals, genau, ich kam gerade nicht drauf. So, da müssen wir jetzt mit dem Kleinen hier sprechen. Ihr habt getan, was in Jahrhunderten nicht getan wurde. Alle Teile des Planetariums wurden in der Kammer platziert. Und Daranet erwartet uns unten. Ich muss zugeben, dass ich mehr als nur ein wenig aufgeregt bin. Ich habe das Planetarium noch nie arbeiten sehen. Was bleibt sonst noch zu tun? Nicht viel. Aber ihr habt außerordentliche Arbeit geleistet. Und gerade rechtzeitig für die Ankunft von Königin Eiren. Ja, damit haben wir jetzt noch die Quest abgeschlossen, die wir jetzt in der letzten Folge hart erarbeitet hatten. Stellt euch vor, die Chance, das Planetarium funktionieren zu sehen. Konservatorin Daranet bereitet Königin Eiren vor, während wir sprechen. Was kommt als nächstes? Wir sollten wirklich dort rausgehen und anfangen. Die Bestätigungszeremonie führt sie schließlich nicht von alleine durch. Und soweit ich das verstanden habe, will Konservatorin Daranet persönlich mit euch sprechen. Ich werde Konservatorin Daranet beim Planetarium treffen. Ja, da müssen wir jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Betretet das Planetarium. Übrigens, wer genauso wie ich ein Faible dafür hat, immer wieder schöne Screenshots zu machen von dem Spiel. Es kann sein, dass ich das gleich zwischendurch auch mal machen werde. Muss ich mal schauen, ob ich das mache und wenn ja, wie viele. Der kann im Folgenden eigentlich auch ein paar schöne Bilder machen. Wir sind jetzt draußen. So, dann müssen wir erstmal zum Planetarium. Das ist rechts von uns. Wahrscheinlich nehme ich jetzt schon wieder die falsche Ausfahrt. Kann ich hier direkt runter? Ja, ne? Ah, ja, genau. Perfekt. So, jetzt wollen wir mal schauen. Hier müssen wir mit einigen Leuten reden. Also müssen wir nicht unbedingt, aber wir dürfen denen zuhören und auch mit denen reden. Unerhört! Ich bin ein Vizevogt der Altmeri, ein Assistent des Prinzen Nemon persönlich. Weshalb darf ich an der Zeremonie nicht teilnehmen? Das Planetarium wurde seit einem Jahrtausend nicht mehr aktiviert. Es könnte reibungslos funktionieren oder es könnte explodieren. Ich werde mit Daranet sprechen, wenn ihr unbedingt dabei sein wollt. Ich, bei näherer Überlegung, könnte ich wohl doch an der Tür warten, um Hilfe zu rufen, falls etwas schiefläuft. Mhm. Ja, ja, so, so. Falls etwas schiefläuft, um Hilfe zu rufen. Danke, dass ihr der Königin in Tanzeville beigestanden habt, Reisende. Mögen die Sterne über euch wachen. Okay. Hier rechts war nichts drin. Nein, da war nichts drin. Schauen wir mal hier. Kleiner Bruder, ihr solltet hier nicht dabei sein. Daranet hat uns vor den Gefahren gewarnt. Ich werde meine Familie nicht im Stich lassen. Mein Platz ist in eurem Schatten, so wie immer. Ich weiß, das fällt euch alles nicht leicht. Im Gegenteil, heute soll das Dominion sehen, warum eine Hochelfin geeignet ist, ganz Tamriel anzuführen. Früher stieß mir eure Zuversicht immer übel auf, aber heute ist sie beruhigend, seltsamerweise. Entschuldigung, angenommen. Okay. Ja, wenn man denkt, dass das eine Entschuldigung für irgendwas ist, wofür man sich gar nicht entschuldigen braucht, dann... Ich sorge dafür, dass alle wie verlangt den Raum verlassen. Aber ihr müsst nicht hier sein, eure Hoheit. Als Kind habe ich mich immer reingeschlichen und das Planetarium als Klettergerüst benutzt. Ich würde mir doch nicht die Gelegenheit entgehen lassen, es in Betrieb zu sehen. Seid unbesorgt. Ich hätte euch gern an der äußeren Tür. Danke, Eure Majestät. Ich werde euch nicht im Stich lassen. Das tut ihr doch nie. Ja, und wie man schon unschwer erkennen kann, das ist das Planetarium. Ich finde es irgendwie geil, so von Optik her. Deswegen werde ich auch mal eben kurz einen Screenshot machen. Ich weiß, ich weiß. Aber ich habe leider nur während der Quest die Möglichkeit, hier einen Screenshot zu machen.
sollten wir uns auch mal so ein bisschen umgucken, wie das hier aussieht. Sieht schon irgendwie cool aus, finde ich. Seltsam, euch nach Südspitz wiederzusehen. Nicht schlecht, nur seltsam. Aber unerheblich. Ja, Moment, ich muss, sonst sieht meine Text seltsam, nicht mehr. Euch nach Südspitz wiederzusehen. Nicht schlecht, nur seltsam. Aber unerheblich. Ich kann kaum glauben, dass wir dem alten Mädchen wieder Leben einhauchen werden. Und bevor ihr fragt, ich spreche vom Planetarium. Kann es von euch aus losgehen? Fast. Ihr habt die Dinge besorgt, die man für die Aktivierung des Planetariums braucht. Daher ist es nur gerecht, dass ihr sie nun auch an die richtige Stelle bringt. Und deshalb sollte ich es sein, der euch fragt. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Gut. Als erstes müsst ihr Rajins Umhang anlegen. In der Übersetzung heißt es, die Hände eines Gottes bewegen das Planetarium. Aber das ist nur ein Haufen Ebermist. Ihr müsst einfach nur an drei Orten gleichzeitig sein. Rajins Umhang sollte euch das erlauben. Ist das sicher? Rajins Umhang hat General Endare in den Wahnsinn getrieben. Ach, euch wird schon nichts zustoßen. Dieser allzu ernste Kerl von der Magiergilde, Brelor, richtig? Er versicherte mir, dass euch nichts geschehen wird, sofern ihr ihn nicht länger als 90 Minuten tragt. Oder waren es 9? Völlig einerlei. Die Zeremonie dauert ja nur 5 Minuten. Vielleicht auch 6. In Ordnung? Gebt mir Rajins Umhang. Nähert euch den Pfeilern hinter dem Planetarium selbst. Ihr müsst sie alle nacheinander aktivieren. Dabei solltet ihr eins nicht vergessen. Solange ihr Rajins Umhang tragt, kann euch nichts und niemand festhalten. Soweit ich das verstanden habe, erledigt es den Rest von ganz allein. So, dann... Dieser Haufen Moos und Schutt bestimmt also über den nächsten Kaiser. Das Planetarium ist uralt. Zeigt ein wenig Respekt. Genau. Möchte gern König. Es ist von strahlender Pracht. Gleich ist es soweit, eure Majestäten, eure Hoheit. Ja. An drei Stellen gleichzeitig. Ach so, da hinten muss ich stehen. Das ist es. Es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Was kommt als nächstes? Hier, nehmt das Herz von Anumarill. Platziert es bei dem Pfeiler neben unserem königlichen Publikum. Das sollte dafür reichen. Das sollte wofür reichen? Das Planetarium erwecken. Was auch immer das wirklich bedeutet. Doch habt keine Angst. Diese Vorrichtung erlaubt es mir, seine Energien zu manipulieren. Das bedeutet, dass ich Königin Ayren schützen kann, sobald sie da hineingeht. Nun geht los und platziert das Herz von Anumarill. Wollen wir doch einmal sehen, ob sich die ganze Aufregung lohnt. Okay, dann machen wir das. Da vorne. Und jetzt wird uns die aileidische Todesfalle verraten, ob ein Kaiser unter uns ist. Heute ist wahrlich ein bedeutender Tag. Nämon, nicht jetzt. Ayren, es gibt immer genug Zeit, um euch vor euch selbst zu schützen. Wie könnte ich euch in dieser Vorrichtung euer Leben riskieren lassen, ohne sie zuerst zu testen, liebe Schwester? Wenn ihr Rajins Umhang tragt, werdet ihr niemals festgehalten werden. Es ist unglaublich. Ich kann den Weißgoldturm sehen. Ich... Nein! Was geschieht mit mir? Ah! Ja. Ach so, ich muss E drücken, deswegen. Das konnte ich jetzt natürlich nicht sehen, weil ich es ausgeblendet hatte. Du hast mich getäuscht, Schwester! Ungeziefer! Alle miteinander! Ich werde euch alle töten!
Hallo, was war denn das? Nein! Der Turm! Er verblasst! Nämon, was habt ihr euch nur gedacht? Warum? Ich hatte keine Wahl, Eure Majestät. Was? Nein, ich... Warum sollte Nämon das tun? Ich hatte ihn doch zu einem Teil dessen gemacht, was wir hier aufbauen. Ich wollte ihm zeigen, dass es hier um mehr als nur unser Volk geht. Ich würde gern jeden Bewohner Tamriels als unser Volk sehen. Was hat das Planetarium mit ihm angerichtet? Das, wovon die Legende berichtet. Es hat die wahre Person in seinem Innersten enthüllt. Das, was es auch mit mir tun wird. Was meint ihr? Meint ihr, ich hätte hier eine Wahl? Ich werde das Planetarium betreten, so wie ich es den Leuten des Altmere-Dominions geschworen habe. Ich muss erfahren, ob ich dazu geeignet bin, es anzuführen. Und falls ich es nicht bin... Ja, Euer Majestät? Falls ich eine Veränderung wie die meines Bruders erfahre, ich darf auf keinen Fall zu einer Bedrohung für das Volk werden, das ich zu führen geschworen habe. Versteht ihr mich? Ich verstehe, Euer Majestät. Ich darf mich nicht verspäten. Und schon ist sie wieder da. Ich bin ich selbst, nicht wahr? So scheint es, Euer Majestät. Was habt ihr im Planetarium gesehen? Ein friedliches Dominion. Die weise und gerechte Herrschaft über Tamriel unter dem Altmeri-Banner. Eine Zukunft, die ich zu errichten hoffe. Und euch, wie ihr an meiner Seite steht. Kommt und helft mir, diese Zukunft zu errichten. Ja, und wir haben leichte Schultern von Syrabans Griff erhalten. Ich werde niemandem sagen, was mein Bruder getan hat. So wie ich es sehe, starb er, als er mir helfen wollte, nicht als er meinen Thron einnehmen wollte. Was nun? Er starb des Magnus. Was meint ihr? Was ist der Stab des Magnus? Ein mächtiger Gegenstand mit der Fähigkeit, Magie zu unterdrücken. Gefährlich, wenn er denn je in die falschen Hände fiele. Zum Glück ist er schon in unserem Besitz. Geht nach Marbruck im Osten von Grünschatten. Sprecht mit Hauptmann Sarandil über die Beschaffung des Stabs. Ich werde euch bald folgen. Ich sichere den Stab des Magnus, Euer Hoheit. Wir hörten Kampfgeräusche. Was ist geschehen? Es gab einen Unfall. Mein Bruder gab sein Leben, um uns zu beschützen. Er starb als Held. Ich werde bald nach Marbruck gehen. Vizevogt Pelidil, ich möchte, dass ihr mit der Leiche meines Bruders vorausreist. Ihr werdet die Beisetzung vorbereiten. Ja, Eure Majestät, ich verstehe. Spart nicht an der Bestattung. Alle im Dominion sind dazu eingeladen. Jeder darf dem Helden die letzte Ehre erweisen. Sofort, Eure Majestät. Ja, und mit diesen... ja, traurigen oder vielleicht nicht ganz so traurigen Augenblicken bzw. Bildern werde ich mich jetzt erstmal in der heutigen Folge von euch verabschieden. Die ist etwas kürzer als die anderen Folgen, ich weiß. Aber hier ist ein sehr guter Cut, weil wir werden ein neues Gebiet anfangen in Grünschatten. Und ich muss mal schauen. Ich denke mal, entweder dazwischen oder nachdem wir dann den kompletten Pakt, also Altmeri-Dominion, gemacht haben, dass wir dann auch nochmal andere Gefährten holen werden, weil Basti ist zwar ganz toll, aber ich bin ganz ehrlich, ich würde gerne auch Miri haben und ja, Isobel ist eigentlich auch ganz cool, wobei Isobel finde ich persönlich jetzt nicht so gut, weil ich die auf jeden Char immer als Heiler habe und ich ja eigentlich keinen Heiler brauche, wenn ich in der Welt rumlaufe. Aber Funke habe ich auf jeden Fall immer als DD dabei. Möchte ich mir auf diesen Char dann auch noch als DD holen. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wahrscheinlich in Grünschatten. Vielleicht auch bei der ersten neuen Gefährtenquest. Bis dann. Ciao.